Was geht, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush4Fic89 zurück bei Let's Play Super Mario Maker 2. Machen wir weiter mit den nächsten Aufträgen, um weitere Kohle zu verdienen. Das Haus der vielen Schlüssel. Hey, ich habe ein echt funky Spukhaus gebaut. Ganz schön gruselig. Aber wer das Ziel erreicht, geht nicht leer aus, versprochen. Dafür braucht man allerdings mindestens 4 Schlüssel. Popstar 2. Hitzego! Das Haus der vielen Schlüssel. Der vielen Schlüssel, hä? Ja. Aber wie soll ich dann in den Schlüssel jetzt reinkommen? Da muss ich einen P-Switch aktivieren. Oh, und da ist er auch schon. Na gut, da gibt es auch andere Sachen, hä? Au! Hey! Wow. Da stehen also viele verschiedene Herausforderungen an. So, dann gib mal her. Gehen wir mal hier durch. Ach du Scheiße. Ah, da braucht man eindeutig mehr Schlüssel. Oh, und die Items respawnen immer wieder. Das finde ich gut. So, ich wüsste schon, wo man den Powerblock benötigt. Und zwar hier. Bei den Munchern. Jupp. Das muss man natürlich den richtigen Moment verwenden hier. Den braucht man aber öfters. Ich hoffe, die spawnen nicht, die Gegner. So wie die Items. Bleib bloß weg. Hoch da! Sie respawnen wieder. Man muss also die richtige Position finden, wo man den Piep Powerblock wirft. Ja, genau deswegen, weil so kann man alle auf einmal bashen. Ja, ist ein nettes kleines Rätselspukhaus. Also ich, für meinen Teil, bin begeistert davon. Begeistert, ja. Kapiert wegen... Okay, ich lasse es sein. Ja, aber mir gefällt das. Und das ist auch nur ein Entwickler-Level. Sowas wäre mir bestimmt auch nicht so schnell eingefallen. Also sowas hätte ich bestimmt nicht hinbekommen. So schnell. Und dafür hätte ich auch viel zu lange Zeit benötigt, um sowas zu kreieren zu können. Ich bin leider nicht so ein kreativer Typ. Was ist jetzt mit diesen? Ich glaube für die erste Röhre... Jetzt sollte ich mal der Reihe nach durchgehen. Die erste Röhre wird wahrscheinlich der P-Switch benötigt. Allein wegen Münzen und... Ah, da gibt's noch mehr Schlüssel. Gut zu wissen. So, und was soll das hier? Da brauche ich doch hoffentlich jetzt nichts weiter, ne? Nö. Oder doch, brauche ich ein Trampolin? Ich wüsste zu gern, wie ich da... an den oberen Bereich komme. Da gibt es bestimmt einen unsichtbaren Block. Dafür brauche ich das Trampolin, um da hoch zu gelangen. Das Trampolin hat bislang auch noch keine Verwendung bekommen. Wie stellt man ein, dass die Gegenstände wieder respawnen? Ja, da kommt bestimmt noch was. Leg das doch anständig ab, bitte. Sondern dass du die Buß nicht berührst. Aha! Ja, Schlüssel Nummer 2. Ich schau mal, dass ich alle Schlüssel zusammenbekomme. Vielleicht bekommt man noch extra was dafür. Das heißt zwar mindestens 4. Das heißt zwar nur 4 davon, aber hey, wer weiß, was man da noch Anständiges bekommen kann.
wenn man versucht, alle zu kriegen. Soll ich fassen? Alter, die Plattform, die... Ich gehe da nicht auf den Keks, genauso wie diese... Mini-Buhu! Alter, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. So, lieber zurück und mit dem Pilz holen, bevor noch was Schlimmeres passiert. Bevor noch ein Unglück passiert, durch den Scheiß nochmal von vorne beginnen muss. Darauf hatte ich keinen Bock. So, ich zahle 3 Schlüssel, aber... Komm, den letzten hole ich mir auch noch. Was erwartet einen bei dieser Sparky-Aufgabe hier? Braucht man dafür auch das Trampolin? Ja, dafür braucht man auch das Trampolin. Kein Ding. So hoch da. Auf weh. Ach, Moment, was? Na komm. Was machst du denn? Leg das doch hier ab. Wie dumm ist er eigentlich? Das ist noch nicht mal so Sparky, das ist so ein Windfuzzi. Hm? Was auch immer. Der hilft mir zum letzten Schlüssel. Und ich brauche das Trampolin, um ihn hinzuführen. Also eigentlich war diese... Ich weiß nicht, Gegner eher hilfreich als ein, Hindernis. So, ich frage mich, was ich für alle Schlüssel hier bekomme. Das heißt ja, nur 4 brauche ich, ne? Aber wer weiß, da gibt's noch eine Röhre. Ja, noch bin ich nicht fertig. Ich habe da noch 2 Schlüssel. Was? Ich brauche noch mehr? Krieg ich denn noch Schlüssel her? Ey, was? Krieg ich denn jetzt noch welche her? Oder respawnen die Schlüssel immer wieder? Ich habe alle Aufgaben ja erfüllt. Ich brauche aber noch 2 weitere. Was ist denn hier los? Nee, komm. Vergiss es. Aber ich verstehe das nicht. Wollte ich denn noch 2 weitere Schlüssel kriegen können? Oder habe ich mich ein bisschen verguckt? Habe ich dich da alles erfüllt? Ich weiß es nicht. Sei es drum. Einfach her mit der Kohle und gut ist. 1000. Sehr schön. Aber noch reicht das nicht, um den Bau fortzusetzen. Ja, auf jeden Fall, der Ausflügel im Erdgeschoss ist auch fertig. Hm? Rubbel, rubbel. Hey Kleider, du hältst dich ran, was? Vielleicht gibt's ja eine Gegend da auf dem... Kann ich mich was zu tun? Ich sollte mich mal umsehen, also dann bis später. Ja, du könntest ja zum Beispiel das hier entfernen und auch das hier. Wenn du schon hier wärst. Nur mal so als Gedanke. Ne? Und das hier auch bitte. Dass ich an diese Blöcke rankomme. Okay, keine weiteren Aufträge. Ich hoffe es mal. Die waren schon ein bisschen triggernd. Ausflügel! Schuss abgehakt! Ist das nicht einfach perfekt? Ich finde, dafür habe ich gerade als im Städtchen verdient. Dann weiter, keine Möglichkeit vorschützen. Ach, mehr kann ich leider nicht machen. Ich brauche noch Kohle. Mache ich erstmal alle Aufträge hier fertig und dann... Ja. Können wir gleich den Bau fortsetzen, ne? Oder ich glaube, wir machen nur eine, weil dann haben wir bestimmt schon genug Kohle. Weil dann können wir den Bauarbeiter, den Prozess noch vorantreiben. Oder kann man es auch irgendwie anders machen? Ich weiß es ja nicht. Ja, schon, wenn man nochmal Geld verdienen möchte. Nee, dann mache ich lieber erstmal den einen Auftrag und ich wähle... Riesenkugel, Willi Kanonade. Diese Riesenkugel werden eine Überraschung für mal sein. Er wird nach oben gucken und nach unten zur Seite, aber sie werden aus der Tiefe kommen.
Jetzt brauchen wir nur noch einen Versuchskaninchen. Wer traut sich? Gibt auch Kohle, falls ihr überlebt. Papa von Anonym. Ist das Bowser gewesen? So klingt er jedenfalls. Also so klang er jedenfalls bei dieser Message. Wow. Alter, das ist eine schöne 3D-World-Atmosphäre, die man hier geschaffen hat. Ich bin begeistert. Das finde ich wirklich sehr cool gemacht hier. Ja, einfach nur den. Ah, er kann auch diesen aufgeladenen Sprung einsetzen. Das ist echt cool. Wow. Katzen Mario. Oder geht das auch als kleiner Mario? Ich weiß es halt nicht, aber... Sei es drum. Ich finde es gut, dass man das ja auch noch eingebaut hat. Könntest du das auch mal... Kann ich an die Münzen ran? Hm. Oh. Okay, man kann ihn schlagen. Aber ich kann da nicht mehr klettern. Oh, Vorsicht, Mann, Vorsicht. Gibt es nicht noch eine Glocke? Könnte ich jetzt gerade gebrauchen. Ich will ja noch weiter klettern können. Ne? Wie wär's damit? Na? Hä? Gib mir doch eine verdammte... Ach, was soll's. Ich fürchte, daraus wird nichts mehr. Schade. Da hätte ich vielleicht noch ein paar Münzen mehr rausholen können. In dieser Situation. Der kann... Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass man sowas machen kann, wenn man den schlägt, dass er dann... Ja, zur Seite guckt und dann... Dass du dort weiter... wie soll ich sagen? Dass dann... auf die Seite geschoben wird und auch dort weitermacht. Dort diese Richtung weiter fliegt. Das ist ein... Tja, schade. Die Fahnenmastspitze kann ich auch nicht mehr erreichen. Hm, sei es drum. Aber gut, jetzt haben wir trotzdem genug Geld, um die Bauarbeiten fortzuführen. Das Hauptgebäude, das erste Obergeschoss. So. So, sechs neue Aufträge hat er schon. Alter. Ah. Die Kleinigkeiten vorstellen für dich. Du hilfst mir und ich lösche die Steine auf der Rohre da. Eine Hand wäscht die andere. Heißer Regen? Ein Stern. Die Zielpersonen sind Hotheads. 7 Stück. Wie? Du weißt nicht, wie man die Hotheads los wird? Tja, das ist dein Problem. Vielleicht kannst du dir einen Ort, vor Ort irgendein Hilfsmittel beschaffen. Unbesiegbarkeitsstern, sage ich nur. Oder Hammerbruder-Outfit? Gibt's das vielleicht auch? Ich weiß es gerade nicht. 7 Hotheads auf jeden Fall besiegen. Oh, oder so. Mit einem Helm. Aber das muss man in einem bestimmten Zeitlimit schaffen. Ey, gib die Münzen her. Oh, können wir gar nichts an. Oder doch. Ja, das heißt, ich habe die Aufgabe erfüllt. Hast schon. Nice. Es gibt auch nur wenig Münzen gerade. Gut gemacht, Kleiner, dann werde ich die Steinchen da wegtun. Sieh dir an, diese ätzende Braun. Diese fiesen Risse. Lass nur radieren. Rabbel, 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 rabbel
Da fehlt jetzt die Hälfte von ihm. Ach. Wollte gerade sagen. So, was bringt das, wenn ich jetzt diese Röhre frei habe? Genau, willst du nicht noch meinen Landschubplan erledigen? Vielleicht stoppe ich dann ganz wirklich die Steine, die dich blockieren. Ein stacheliger Job. Ja, gerne, bitte, bitte. Die Zielpersonen sind Stachis, 15 an der Zahl. Einfach von oben drauf springen ist nicht, aber als Profi wirst du sicher helfen. Wir müssen improvisiere. Ja, Feuerblume, solche Stampfschuhe, Unbesiegbarkeitsstern. Irgendwas. Irgendwas halt. Was hilft. Wow, dann erscheint auch erst das Ziel, wenn man das erfüllt hat. Oh! Ach, shit. Die Twurms muss man hernehmen. Das finde ich schon clever gemacht. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Oh, die darf, muss man das nicht bloß runterstürzen. Die muss man direkt bezwingen. Okay. Oh Mann. Ja, ich sollte die Donuts hernehmen. Die helfen mir da schon eher, was das betrifft. Mit diesem Problem. Oh, da fehlt noch einer. Schnell! Und geschafft! Alles klar. Ja, da fehlen mir zwar 10 Münzen, aber... Ah, und noch mehr, weil ich nicht die Stange berührt habe. Aber was soll's. Ja, immerhin ist es gut, dass man da wirklich so Aufgabenstellungen auch noch erstellen kann. Ja, dann räum mal bitte die Wand aus dem Weg. Guck mal, kleiner Welt. Ich sehe ständig für dich ausradieren. Siehst du dir an, dieses ätzende Braun, dieses wiesen Reste, der helfen radieren. Dankeschön. So, die Bauarbeiten gehen auch hier voran. Aber ich habe dann kein Geld mehr, um weiterzumachen. Na, da bekomme ich noch was. Und was kannst du noch für mich erledigen? Letztes Mal müsstest du noch ran. Wenn du den Auftrag erfüllst, gebe ich dir was hübsch zum Anziehen. Na dann hör damit. Pompom allein zu Haus. Die Zielperson ist Pompom. Sie ist allein. Hm, Safety, pass auf, das könnte eine Falle sein. Oh, Pompom. Heißt sie nicht eher Pumpum? Auf einmal Pompom. Besiege alle Pompoms. Hm, mit Wüstenflair. In Super Mario für die World. Wow. Die Plattformen lassen auch noch nach. Ach, shit. Oder sie sinkt einfach nur kurz ab. Okay, erwischt. Wow. Ja, wie jetzt? Das war eine Fake-Aktion? Na, sie stürzt einfach mal ab. Komm, komm. Erwischt. Sehr schön. Wow. Lass mich weiterkommen, bitte. Okay, ja. Münzen. Ach, das war's? Nur eine einzige Pompom galt es zu besiegen? Okay. Klar, warum nicht? Ja, ich beklag mich nicht darüber. Ich bin froh, dass das damit schon zu Ende wäre. Radiere-Shirt kriegt man dafür. Nice. So, jetzt muss ich aber noch Kohle sammeln. Aber kleiner, und ab jetzt geht ja sie getroffen. Sag doch sowas nicht. So, was gibt es denn Feines bei dieser Röhre? Sag mal, bitte. Was gibt es hier Feines? Blöcke?
Hallo? Ein lebendiger Block. Ein neuer Auftraggeber? Takien, Zeit für einen kleinen Auftrag? Du wirst es nicht bereuen. Schaffe, schaffle. Rufzeichen Block baue. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle. Würdest du den Grundriss mit Rufzeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp. Mit linken Anzug nach unten kannst du in der Standverdeck ausführen, damit dehnen sich die Blöcke auf einen Schlag komplett aus. Drauf dich! Muss ich einen Pfad erstellen damit? Schaffe, schaffle. Auf den Block baue. Okay, einfach nur Pfade damit erstellen, um weiterzukommen. Wenn das alles ist. Ist ja kein Problem, ey. Ist doch easy peasy. Ja, Kugel wird ihn zu langsam. Viel zu langsam, ey. Und wie kann ich den jetzt aktivieren? Ach so, ich sehe schon die Röhre. So, da hoch muss ich. Oh. Ach ja, nach und nach muss ich das erst aufbauen. Dazu hilft mir der Kuba-Panzer. Dabei hilft mir der Kuba-Panzer, um das zu bewerkstelligen. So, warte, warte, warte. Wollt mir nur mal die Münze holen, ey. Jetzt will ich wohl das Recht haben. Was, das war's? Schön. Na, es war auch nur ein Stern, aber trotzdem. Ich hab mich gerade. Was mit dem anderen Block war? Wie hätte ich den erreichen sollen? Wo wäre denn die blaue Röhre dafür gewesen? Herzlichen Dank für meinen Mausstein vom Herzen. Werde ich gleich mal schaffen gehen und was Schönes bauen. Da bleibt kein Stein mehr auf der Hand. Schaffe, schaffe, Häusle baue! Was baut er denn da Feines? Oh! Ein Fragezeichenblock beim Schloss? Nun habe ich einen Fragezeichenblock hergerufen. Gib mir doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du siehst. Ist gut. Und ja! Hauptgebäude im ersten Obergeschoss ist auch fertig! Yay! Das Schloss sieht schon viel besser aus. Oh ja! Ja, weit und breit Dunkelheit. Okay! Als wir letztens ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus, deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken gehen, wie geräumig der Keller ist? Okay. Also, einfach nur durchkommen mit Dunkelheit, ne? Ach du heilige Scheiße. Da ist jetzt jeder Schritt wichtig, um hier durchzugelangen. Muss man jetzt auf jeden Schritt hier gut aufpassen. Okay. Das war jetzt ein Glück. Nur. Das hat mich zum Glück nur erschreckt. Es sollte mich zum Glück nur erschrecken. Ich meine, die Münzen da gerade. Zum Glück waren die ja keine Trolls. Hier die nächste Ranke. So, ich würde mal sagen, zuerst nach oben, dort gibt es feine Coins. Ich brauche ein bisschen Geld und extra Leben, wäre auch nicht schlimm. Naja, obwohl, ich brauche es eigentlich nicht so wirklich. Ich nehme es mal trotzdem mit, wer weiß. Ach du Scheiße! Schon wieder diese verdammten stacheligen Pingasse. Kommt dann noch einer? Nö, zum Glück nicht.
Das wäre es noch, wenn da jetzt eine Falle stecken würde. Oh, das Feuerwerk so viel mehr Licht, Alter! Hat mir aber nichts gebracht, aber da war noch so eine Pingas. Ja, wie? Sieht so aus, als wäre hier eine Sackgasse, aber wo soll ich lang? Da hoch? Ja, danke. Oh. Aber wie hätte ich da jetzt hochgekonnt? War da jetzt ein versteckter Block? Na, was auch immer. Was auch immer. Holen wir uns jetzt die Belohnung. Haben wir es auch geschafft. Yay. So. Herzlichen Dank. Da fällt mir mal ein Stein von Herzen. Dann werde ich gleich mal was schaffen und gehen und was Schönes bauen. Bleibt kein Stein auf den anderen. Schaffe, schaffe. Häusle, Bauer, bla 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 bla. Belohnung habe ich einen versteckten Blocker. Der schuldet. Er ist etwas schüchtern. Er mag rote, aber mag rote Blumen. Einen weiteren Block, hm? Den Baum können wir jetzt nicht hochklettern. Okay. Dann erfüllen wir mal den letzten Auftrag. Ja, eine weitere Kleidung. Im Reich der Steinblöcke. Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken übernommen. Sie tanzen da drin wahrscheinlich auf den Tisch. Und tun da, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, welchen Zustand unser armes Häusle sich mittlerweile befindet? Bestimmt nicht in einem guten. Ich wette drauf. Vor allem, wenn der Keller auch schon solche Stachelpinkerse hat. Würde ich mal sagen, ist das... Alter, der geht auf die Seite. Und man kann auf ihn drauf? Ja, what the hell? Normalerweise geht das gar nicht. Aber gut, ich beklag mich nicht darüber. Ich bin eher froh, dass sowas möglich ist. So. Sind das auch noch Blöcke, die man aktivieren könnte? Oder sind das nur Donuts? Wahrscheinlich nur Donuts. Ach, ich Idiot! Ich hätte da wegbleiben müssen. Wenn ich schon die Münzen sammle. Na toll. Was habe ich nur davon? Okay, immerhin ist die Berührung von den Steinblock an sich jetzt nicht mehr schädlich, so wie in den damaligen Mario-Teilen. Das finde ich jedenfalls gut. Aber das ist jetzt meine eigene Schuld hier, was ich da gemacht habe. Ah, das sind Donuts, okay. So, und jetzt aber Münzen sammeln. Und, okay. Das ging auch gut. Okay. Oh! Alter! Was hat mich jetzt gerissen? Okay, immer ein netter Checkpoint. So, die führen mich rüber. Eigentlich sind die Steinblöcke jetzt eher hilfreich. Aber das war gerade blöd. Ich und meine blöde Geldgier. Alter. Na gut, immerhin hatte ich einen Checkpoint. Gib Ruhe. Den kann ich leider auch nicht abstellen. Das habe ich selbst herausfinden müssen. Leider. Okay. Lieber gleich springen. Wenn du Münzen haben willst. Ja, Mann. Das geht mir doch zu schnell. Wie soll ich denn da rechtzeitig wieder drauf landen? Das ist auch wirklich gemein. Ja, so geht das. Da hätte ich schneller sein müssen. Okay, das kann ich jetzt leider vergessen. Nein, da hätte ich schneller sein müssen. Verdammt. Letztes Leben. Jetzt lass es sich aber konzentrieren hier. So, jetzt aber. Ich wusste aber auch, ich habe auch nicht damit gerechnet, was hier noch abgeht.
Wow! Alter! Oh! Oh, zum Glück ist es dann vorbei. Oh, das wäre jetzt gemein gewesen am Ende. Scheiß drauf. Ich verzichte auf die Spitze. Alter! Das war so knapp am Ende. So. Pff, der hätte mich noch erwischt. Kurz vor Ende. Alter. Mauritius Hemd. Vielen Dank. Hast du einen Mauerstein bei mir? Du, vielen Dank, hast du einen Mauerstein bei mir im Brett. Von hier an komme ich alleine klar. Okay. Ja, sind wir froh, dass wir ihnen helfen konnten. Der hat keine weiteren Aufträge. Ich habe keine Aufträge für dich. Gibt es irgendwas, wo du mein Helfen jetzt nicht gebrauchen könntest? Eventuell. Schon, du brauchst es nicht anzusprechen. Ich sehe es in den Augen. Fragst dich, ob die glücklich werden können. Lass mich diese dunkle Zweifel in deinem Herzen ausradieren. Los, und schreib mit mir zusammen die Seele aus dem Leib. Ich hoffe, er radiert damit auch diese anderen Blöcke weg. Nein, hat er nicht. Na ja, gut. Aufträge hat er auch keine. Nö. Ja, an diese Blöcke komme ich jetzt auch noch nicht dran. Da muss auch noch was gemacht werden. Na schön, gehen wir mal rein. Wir haben schon ein Viertel des Schlosses mal hinter uns. Oh, die Toads haben auch noch Aufträge. Ja, immerhin gibt es da noch extra Münzen. Ja, schön, liebe Leute, dann machen wir diese Aufträge von den Toads dann im nächsten Part. Und wie immer, wenn es gefallen wurde, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sind sie wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Fortificatina. Bis nächstes Mal zum Let's Play Super Mario Maker 2. Also, Wiedersehen und Tschüss, Leute.